Bam! Noch ein Treffer auf Jupiter. Mal sehen. Gasriese, größter Planet im Sonnensystem, 318 mal größer als die Erde, 2,5 mal größer als der Rest der Planeten im Sonnensystem zusammen. Noch eine interessante Sache. Wäre er noch größer, würde er tatsächlich kleiner werden. Weißt du, mit mehr Masse wäre der Planet dichter. Das würde dazu führen, dass Jupiter anfinge, sich an sich selbst heranzuziehen. WissenschaftlerInnen sagen, Jupiter könnte eine viermal größere Masse besitzen und trotzdem die gleiche Größe behalten. Er braucht 10 Stunden, um eine volle Umdrehung um seine eigene Achse zu machen. Er ist der sich am schnellsten drehende Planet in unserem Sonnensystem und wird ständig von unzähligen Weltraumobjekten getroffen. Das haben AmateurastronomInnen bei der Beobachtung von Jupiter entdeckt, die einen ungewöhnlichen Blitz an der Oberfläche des Planeten gesehen haben. Einschläge verursachen solche Blitze und aus irgendeinem Grund erfährt Jupiter mehr Einschläge als alle anderen Planeten. 1994 entdeckten AstronomInnen Shoemaker Levy 9, einen Kometen, der auseinanderbrach und mit dem Gasriesen kollidierte. Der ursprüngliche Komet hatte ungefähr die Größe des Kometen, der die Dinosaurier auslöschte. Dieser Asteroid hingegen zerfiel in mehr als 20 Bruchstücke, die die Oberfläche des Planeten verdunkelten, und das monatelang. 15 Jahre später, im Jahr 2009, sahen AstronomInnen auf Jupiter einen schwarzen Fleck, so groß wie die Erde. Er war das Ergebnis eines Asteroiden mit einer Größe von etwa 200 bis 500 Meter. Der größte auf der Erde aufgezeichnete Asteroid traf 1908 das Gebiet des russischen Tunguska. Er verursachte eine massive Explosion, obwohl niemand jemals einen Krater fand. Also, warum ist Jupiter das Ziel von so vielen Weltraumobjekten? Asteroiden und Kometen, die an Erde und Jupiter vorbeiziehen, bewegen sich fast mit der gleichen Geschwindigkeit. Die Anzahldichte der Weltraumobjekte, die agieren können, ist ebenfalls fast gleich. Doch der Querschnitt dessen, was getroffen werden könnte, ist ein ganz anderer. Jupiter besitzt den 11-fachen Durchmesser unseres Planeten, also etwa das 125-fache des Querschnitts. Je massereicher ein Planet ist, desto stärker ist seine Anziehungskraft. Er wird also einige Weltraumobjekte anlocken, die an ihm vorbeiziehen. Unser Gravitationsfeld ist schwächer als das des Jupiter. Bewegt sich ein Objekt mit einer Geschwindigkeit von 36.000 km pro Stunde oder weniger an uns vorbei, wird es von unserer Gravitation angezogen. Doch Asteroiden und Kometen bewegen sich normalerweise mit höheren Geschwindigkeiten. Jupiter zieht die meisten vorbeiziehenden Kometen und Asteroiden an. Würde unser Planet so häufig von so großen Objekten wie Jupiter getroffen werden, wären wir schon tausendmal so oft ausgestorben wie die Dinosaurier. 2020 fanden WissenschaftlerInnen einen ungewöhnlichen Asteroiden in der Umlaufbahn der Venus, den ersten dort. So groß wie ein kleiner Berg und reich an Mineralien, die in den tiefen Gesteinen der Erde zu finden sind. Sie glauben sogar, dass es ein Hinweis auf eine größere Gruppe von Asteroiden sein könnte, die bei der Entstehung unseres Sonnensystems geschaffen wurden. Das ist nicht das einzige Rätsel um die Venus. Auf dem Planeten wehen wahnsinnig heftige Winde, die Wolken und Stürme mit Geschwindigkeiten von mehr als 350 Kilometern pro Stunde um den Planeten treiben. Das ist 60 Mal schneller, als die Venus sich selbst dreht. Außerdem sind sich die WissenschaftlerInnen noch immer nicht sicher, was mit ihren Ozeanen passiert ist. Sie glauben, dass das Wasser verdunstet und als Dampf in die Atmosphäre gelangt ist, da der Planet der Sonne so nahe ist. Er hat die von der Sonne kommende Wärme aufgefangen. Wärme, die im Laufe der Zeit immer mehr Wasser verdampft hat. Die Venus hatte wahrscheinlich eine ähnliche Umgebung wie auf der Erde, aber das vor sehr langer Zeit. Die Theorie besagt, dass zahllose Kometen und Asteroiden in die Venus eingeschlagen sind. Milliarden von Teilen des Planeten flogen überall umher. Einige sind möglicherweise sogar auf unseren Mond gestürzt. Teile, die in unseren Planeten eingeschlagen sind, sind wahrscheinlich sehr tief vergraben, da bei uns mehr geologische Aktivitäten stattfinden als auf dem Mond. Uranus hat ebenfalls eine Kollision erlebt, aber eine schwerere als Asteroiden. Der Rest der Planeten in unserem Sonnensystem hat meistens eine Rotationsachse, die von der Ekliptikebene irgendwie nach oben zeigt. Uranus ist allerdings geneigt und liegt auf der Seite. Dadurch dauert eine Jahreszeit dort 42 Jahre, wenn entweder der Süd- oder der Nordpol auf die Sonne gerichtet sind. Die meisten Planeten drehen sich auch gegen den Uhrzeigersinn, wenn du von oben auf unser Sonnensystem schaust. Die Venus macht das Gegenteil, was bedeutet, dass sie vielleicht vor langer Zeit aus ihrer Umlaufbahn geworfen wurde.
Uranus könnte vor Millionen von Jahren mit einem anderen Weltraumkörper kollidiert sein. Als unser Sonnensystem noch sehr jung war, könnte sich die Orbitalkonfiguration von Saturn und Jupiter gekreuzt haben. Ihre Gravitationskräfte haben eine Art Bahnimpuls erzeugt und ihn auf Uranus übertragen. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Millionen von Asteroiden umkreisen die Sonne und nicht ganz so viele passieren von Zeit zu Zeit die Erde, also steuern keine gefährlichen Weltraumkörper auf uns zu. Der Plan ist, den Mars in den 2030er Jahren zu besuchen und die Wissenschaft hofft, dass der Mars nicht zum Ziel größerer Weltraumkörper wird. Alle 1 bis 2 Tage bilden sich auf dem roten Planeten neue Krater. Sie können einen Durchmesser von 4 Meter haben, was bedeutet, dass sie von Objekten in der Größe eines Fußballs verursacht worden sein könnten. Da die Atmosphäre dort dünner ist als bei uns, können kleinere Körper leichter eindringen. Der größte Teil des Nordens des Mars besteht aus glattem Tiefland. Der Süden ist höher, voller Krater, und im Inneren des Planeten sind überraschend viele seltene Metalle enthalten. Der Theorie zufolge ist das darauf zurückzuführen, dass ein großer Himmelskörper mit dem Mars kollidiert ist und einen Teil seiner Nordhalbkugel abgerissen hat. Trümmer dieses Asteroiden umkreisten den Planeten und fügten sich dann zu 2 kleinen Monden zusammen, die den Mars umkreisen. Wir haben auch einige Marsgesteine auf der Erde, die in der Sahara, in Antarktika und an einigen anderen Orten auf der ganzen Welt gefunden wurden. Einige dieser Gesteine enthalten Gas, das chemisch der Atmosphäre auf dem Mars entspricht. Sie kamen wahrscheinlich aufgrund einer großen Explosion zu uns, zu der es kam, als ein größerer Asteroid oder Meteor vom Mars abgestoßen wurde und auf unserem Planeten landete. Auch Merkur hat eine dünne Atmosphäre, daher gibt es dort viele kleinere Einschläge. Stell dir vor, du wachst auf, gehst zum Fenster und siehst jeden Morgen Mikrometeorschauer. Das passiert auf Merkur. Dieses seltsame Wettermuster formt seine Atmosphäre, die als Exosphäre bezeichnet wird. Merkur ist so dicht, dass sein schwerer Eisenkern 2/3 seiner Gesamtmasse ausmacht. Die Wissenschaft geht davon aus, dass er in der Vergangenheit größer gewesen sein könnte, doch durch viele Kollisionen seine Oberfläche abgekratzt wurde. Er wurde ständig von Felsen aus dem Weltraum bombardiert, die ihre Spuren in Form von Kratern hinterlassen haben. Die flachen Ebenen auf seiner Oberfläche scheinen durch vulkanische Lava entstanden zu sein, die sich über die Oberfläche ergossen hat und dann glatt getrocknet ist. Viele Krater sind mit einem solchen Material gefüllt, was bedeutet, dass noch etwas die Welt des Merkurs erschüttert hat, nämlich Vulkane. In der Nähe von Neptun wurde eine ungewöhnliche Gruppe von Asteroiden entdeckt, mit den unterschiedlichsten Größen, von ganzen Stadtgebieten bis hin zu winzigen Kieselsteinen. Es wird angenommen, dass sie von einer Asteroidengruppe namens Kuipergürtel stammen, die einen Ring weit hinter Neptun bildet. Doch diese neuen Asteroiden haben andere Farben als die des Kuipergürtels. Sie sind so weit von der Sonne entfernt, dass ihre Oberfläche fast unberührt bleiben sollte, doch sie haben eine ähnliche Farbe wie die sonnenverbrannten Asteroiden um den Jupiter herum. Wie der Rest der Planeten erhält Neptun Wärme von der Sonne, doch im Innern des Planeten gibt es etwas Mysteriöses, das ihn dazu bringt, mehr Wärme zu erzeugen, als er bekommt. Das beeinflusst sein Wetter und auf Neptun herrscht das seltsamste Wetter im gesamten Sonnensystem. Massive Stürme, wahnsinnig starke Winde und zirrusartige Wolken, die sich ständig verändern. Es gibt dunkle Flecken in seiner Atmosphäre, die kommen und gehen. Wir bekommen 1000-mal mehr Sonnenlicht als Neptun. Gasriesen wie Saturn und Jupiter können unseren Planeten vor Asteroiden schützen. Ohne sie würden große Einschläge, die genug Trümmer erzeugen, um sowohl Monde als auch andere Planeten zu bilden, viel häufiger auftreten. Es gibt einen riesigen Asteroiden, der auf Saturn zufliegt und 2031 potenziell vorbeifliegen könnte, mehr als 10-mal größer als der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Titan, einer der Monde, die den Saturn umkreisen und 80% massereicher als unser Mond, ist tatsächlich der einzige Mond im Sonnensystem, der eine eigene Atmosphäre besitzt. Er ist 1,5-mal dicker als unserer und besteht wie unsere Atmosphäre hauptsächlich aus Stickstoff. Niemand weiß, woher all dieser Stickstoff kommt. Im Gegensatz zu Saturn und den meisten anderen Orten im Sonnensystem hat sein Mond jedoch ein echtes Potenzial, Leben zu beherbergen. Durch die Anziehungskraft des Jupiters wurde ein riesiger Komet zerschmettert.
Aber das war noch nicht das größte Problem. Eine richtige Katastrophe bahnte sich an. Die Trümmer flogen nämlich nicht in verschiedene Richtungen. Nein, sie reihten sich ein und rasten auf den Jupiter zu, wie ein ungebremster Zug mit vielen Waggons. 21 Fragmente mit einem Durchmesser von bis zu 1,6 Kilometern durchbrachen Jupiters Atmosphäre. Feuerbälle mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde bombardierten die Hülle des Planeten. Sie erhitzten den Raum um sich herum auf 27.800 Grad Celsius. Das ist höher als die Temperatur in der oberen Atmosphäre der Sonne und 312 Mal heißer, als du zum Kochen von Eiern brauchst. Okay, ich habe keinen Hunger mehr. Der Einschlag ist vergleichbar mit einem Stein, der in einen Teich fällt. Aber natürlich viel heftiger. Die Meteoritenfragmente verursachten riesige Rauchschwaden auf der Oberfläche des Jupiters. Stoffe aus seiner unteren Atmosphäre wurden nach oben gedrückt. Das alles erzeugte eine ungeheure Menge an Energie. Überhitzte Feuerströme schossen in die Stratosphäre. Diese Monster zogen einen 3000 Kilometer langen Glutschweif hinter sich her. Das ist größer als die Entfernung zwischen New York und Texas. Dunkle Flecken entstanden durch die Einschläge. Sie waren ungefähr so groß wie die Erde. Shoemaker Levy 9 war der Name des Kometen, der Jupiter angriff. Die Kollision der Himmelskörper geschah im Juli 1994. Es war eine wissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde eine Katastrophe dieses Ausmaßes beobachtet. Der Angriff warf eine wichtige Frage in der Astronomie auf. Warum hat der Jupiter so viel Pech? Solche Kometen-Weltraummonster attackieren den Jupiter 1000-mal häufiger als die Erde oder jeden anderen Planeten im Sonnensystem. Lass uns dem Grund auf die Spur gehen. Du hast ein Raumschiff bestiegen, um zum geheimnisvollen Jupiter zu reisen. Eine Raumsonde würde 2 Jahre brauchen, um dorthin zu fliegen. Aber dein Raumschiff ist schneller. Du bist angekommen. Toll! Die Reise hat nur 1 Sekunde gedauert. Der Jupiter ist wirklich groß. 1300 erdgroße Planeten würden in ihn passen. Und er sieht dank der Gaswolken wunderschön aus. Dieser Planet hat keine feste Oberfläche, aber dort gibt es einen seltsamen Fleck. Er sieht aus wie ein riesiges Auge, in das 3,5 Erden passen würden. Es ist ein Sturm, der jeden das Fürchten lehrt. Der Sturm ist 10-mal höher als der Everest und der Wind braust mit einer Geschwindigkeit von 483 Kilometern pro Stunde. Er dauert schon mehr als 350 Jahre. Du könntest dich in deinem Auto vor diesem Sturm nicht verstecken, aber du sitzt ja in deinem Raumschiff. Wenn alle Planeten des Sonnensystems zu einem Superplaneten verschmelzen würden, wäre das neue Objekt immer noch 2,5 Mal kleiner als Jupiter. Seine Größe beeinflusst auch seine Gravitation. Raumschiffe nutzen Jupiter als Sprungbrett, denn die Anziehungskraft des Riesen erhöht ihre Fluggeschwindigkeit und so erreichen sie ihr Ziel schneller. Und erst diese Anziehungskraft hat den Planeten zu einem Magneten für Kometen, Asteroiden und Weltraumschrott gemacht. Jupiter ist ein wahrer Weltraum-Superheld. Sein Gravitationsschild fängt jeden Schuss ab oder lenkt Weltraummonster um, damit sie nicht ins Innere des Sonnensystems fliegen. Die Dinosaurier hätten sich bestimmt mehr Einsatz gewünscht, aber dazu später mehr. Was wäre, wenn Jupiter morgen von einem riesigen Staubsauger verschluckt werden würde? Ich kann nur eines sagen, wir hätten ganz große Probleme. Ohne seinen riesigen Schutzschild würden Tausende von Kometen und Asteroiden unseren Planeten viel häufiger angreifen. Die meisten von ihnen verglühen in der Atmosphäre oder sind nicht groß genug, um uns wirklich zu treffen. Aber es gibt auch größere Kometen und Asteroiden. Wenn sie mit der Erde kollidieren würden, könntest du dich von all dem Leben auf unserem Planeten verabschieden. Im Jahr 2009 krachte zum Beispiel ein Himmelskörper in den Jupiter. Er hinterließ einen Krater von der Größe des Pazifischen Ozeans. Es ist gruselig, wenn man daran denkt, welche Spuren er auf der Erde hinterlassen hätte. Höchstwahrscheinlich hätte sich die Erde in einen Feuerball verwandelt. Aber neue astronomische Forschungen legen nahe, dass Jupiter kein so netter Beschützer ist. Im Gegenteil, er ist ein Bösewicht mit einer Schleuder, die Kometen zur Erde schießt. Ein Physiker fand über Computersimulationen heraus, dass Jupiter Kometen ablenkt und in Richtung Erde schickt. Der Riese zieht also potenziell gefährliche Objekte an und schützt uns nur teilweise. Er hat schon mehrmals versucht, unseren Planeten auszuschalten.
Vor 66 Millionen Jahren stürzte ein kosmischer Körper mit einer Größe von 16 Kilometern auf die Erde. Die Energie des Einschlags setzte die Oberfläche des Planeten in Brand. Es verursachte riesige Erdbeben und Tsunamis. Ein feuriger Regen fiel vom Himmel auf die Erde. In der Atmosphäre waberten Millionen von Tonnen an Trümmern und Staub. Sie verhinderten, dass die Sonnenstrahlen die Erde erreichten und der nukleare Winter begann. Diese Katastrophe führte zum Aussterben der Dinosaurier. In der Wissenschaft bekam der Angreifer den Namen Chicxulub Impactor. Wissenschaftliche Computersimulationen der Harvard University zeigten, woher er kam. Chicxulub war kein Asteroid, sondern ein Komet. Das bedeutet, dass der Kern seines Körpers nicht aus Stein und Metall bestand, sondern aus Eis, Staub und gefrorenem Gas. Er ähnelte einem schmutzigen Schneeball, der durch das All flog. Der Meteorit hätte die Erde nicht in Brand gesetzt, hätte Jupiter nicht eingegriffen. Und Jupiter schleuderte weitere Kometen in unsere Richtung. Im Jahr 1770 erschien Lexells Komet in der Nähe der Erde. Unser Planet und dieses Objekt waren nur 2,2 Millionen Kilometer voneinander entfernt, ein Katzensprung in Bezug zum Weltraum. Lexells Komet kam der Erde näher als jeder andere Komet in der Geschichte der Menschheit. Das Objekt hätte das Leben auf der Erde auslöschen können. Vor allem, weil der Komet zu nah an Jupiter heranflog. Der Riese fing ihn nämlich ab und schickte ihn in unsere Richtung. Das ist kein feiner Zug für einen Superhelden, der das Sonnensystem beschützt. Nach 3 Jahren zog der Komet an uns vorbei. Er flog 2-mal um die Sonne und kehrte wie ein Boomerang zum Jupiter zurück. Dieses Mal schob der Riese den Kometen aus dem Sonnensystem. Aber wir wollen Jupiter nicht zum Boomerang machen. In der Wissenschaft wird angenommen, dass sich ohne diesen Gasriesen höchstwahrscheinlich kein Leben auf der Erde entwickelt hätte. Jupiter schickte Meteoriten in Richtung Erde, die organische Moleküle und Wasser mit sich führten. Sie trugen also die Bausteine in sich, aus denen das irdische Leben entstand. Niemand weiß, ob Kometen mit ihrer wertvollen Fracht ohne Jupiter und seiner gefährlichen Anziehungskraft zur Erde gekommen wären. Wenn du von der Erde weg zum Zentrum des Sonnensystems fliegst, siehst du die Sonne. 8 Planeten kreisen um diesen Stern. Es gibt einen Gürtel von mehr als 1 Million Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Eine Theorie besagt, dass es ganz am Anfang der Existenz des Sonnensystems nur die Sonne gab. Wolken aus Stein und Staub umgaben den Stern. Diese Partikel zogen sich gegenseitig an und bildeten über Millionen von Jahren Planeten. Jupiter ließ aber keine neuen Nachbarn zu. Seine starke Gravitation verhinderte, dass sich Gestein und Staub zu Planeten vereinigten. Sie blieben Asteroiden und sammelten sich in einem Gürtel innerhalb des Sonnensystems. Wenn heute alle Asteroiden zu einem Planeten verschmelzen würden, bekämen wir einen kosmischen Himmelskörper, der nur 4% der Masse des Mondes entsprechen würde. Früher war der Gürtel dicht besiedelt, aber die Gravitation des Jupiters schleuderte 99% der Asteroiden an andere Orte im Weltraum. Jupiter ist nicht der einzige, der eine Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde gespielt hat. Unser wichtigster Helfer ist der Mond. Er ist der einzige natürliche Satellit der Erde. Jupiter hat 79 Satelliten und jedes Jahr werden es mehr. Auch der Jupiter ist von Ringen umgeben, aber sie sind nicht so schön wie die von Saturn und sind praktisch unsichtbar. Die Ringe bestehen aus kleinen schwarzen Partikeln. Das ist der Staub, den die Meteoriten ins All schleudern, nachdem sie mit den Monden des Jupiters zusammengeprallt sind. Der Mond ist für Ebbe und Flut der Ozeane verantwortlich. Er reguliert das Leben der Bienen, Fische, Vögel und Amphibien. Auch du spürst den Einfluss des Mondes jeden Tag. Die Veränderung der Helligkeit der Scheibe am Nachthimmel reguliert den Melatoninspiegel in deinem Gehirn. Dieses Hormon ist für den zirkadianen Rhythmus verantwortlich, der wichtig für deinen gesunden Schlaf ist. Der Mond entstand dank einer anderen Katastrophe, wie auch viele andere Dinge im Weltraum. Vor Millionen von Jahren sah die Erde wie ein Ball aus heißer Lava aus. Es gab weder Wasser noch Luft. Sie war nur von Kohlendioxid und Stickstoff umhüllt. Zu dieser Zeit stürzte ein anderer Planet von der Größe des heutigen Mars auf die Erde. In der Wissenschaft wird er Theia genannt. Mit einer Geschwindigkeit von 14.000 Kilometern pro Stunde kollidierte er mit der Erde. Der Einschlag passierte mit unglaublicher Wucht und schleuderte Millionen von Tonnen an Material ins All. Die Trümmer sammelten sich zu einer Kugel, die wir heute als Mond kennen.
In der Wissenschaft ist das Geheimnis des Mondes fast gelöst. Aber sie weiß nicht, ob es in der Mitte des Jupiters einen festen Kern gibt oder ob er eine dichte heiße Suppe ist, die im Weltraum hängt. Jupiter hat den größten Ozean im Sonnensystem. Er besteht aus flüssigem Wasserstoff, nicht aus Wasser. Wäre der Jupiter 80 Mal massereicher, würde er sich in einen hellen Stern verwandeln. Jupiter ist ein einzigartiger Ort, der niemals zum Zuhause für Menschen werden wird. Der Druck im Inneren des Planeten ist 2 Millionen Mal höher als auf der Erdoberfläche. Der extreme Druck und die Temperatur würden jedes Raumschiff zerstören, das zu nahe heranfliegt. Was wir nicht erreichen können, lieben wir umso mehr, was? Hey, aufwachen! Schnell, hör dir das an! Es ist ein 5-Sekunden-FM-Signal, das von einem der Monde des Jupiters kommt. Du fummelst nach deinem Telefon und informierst dein Team. Sie flippen wegen der Nachricht aus und eilen ins Labor. Du arbeitest schon seit Jahren als Wissenschaftler mit der Juno-Sonde, die den Jupiter erforscht. Aber das ist das erste Mal, dass du etwas so Ungewöhnliches beobachtest. Ganymed ist der größte Mond des Jupiters und auch der größte Mond in unserem Sonnensystem. Würde dieser Weltraumkörper nicht um den Jupiter kreisen, würde man ihn als Planet einstufen. Er ist sogar größer als Merkur oder Pluto. Was diesen Mond noch auszeichnet, ist der Fakt, dass er sein eigenes Magnetfeld hat. Ganymed ist vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Das heißt, er ist so alt wie der Jupiter selbst. Dieser planetengroße Raumkörper braucht 7 Erdtage, um seinen Planeten zu umkreisen. Alle versammeln sich im Labor. Sie warten ungeduldig darauf, dass du die Signalaufnahme, die aus dem Weltraum kam, abspielst. Dein Team macht sich an die Arbeit, um herauszufinden, was die Quelle dieses mysteriösen Geräuschs ist. Etwa 40% der Oberfläche von Ganymed sind dunkel, mit verstreuten Kratern. Und 60% sind hell gefärbt. Es gibt Formationen, die wahrscheinlich durch tektonische Aktivitäten oder die Freisetzung von Wasser aus dem Untergrund entstanden sind. Wissenschaftlichen Gruppen ist es gelungen, eine dünne Schicht Sauerstoff in der Mondatmosphäre nachzuweisen. Die Temperaturen dort sind extrem niedrig, zwischen minus 110 Grad Celsius bis minus 130 Grad Celsius. Es gibt nicht viele Informationen darüber, wie sich der Mond verhält oder welche chemischen Elemente er in sich birgt. Eine Forschergruppe versucht, die gleichen Bedingungen zu schaffen, die bei der Übertragung des Schalls herrschten. Stundenlang sitzen sie da und warten, aber nichts passiert. Vielleicht war es beim ersten Mal nur ein Zufall. Du gehst zum Kontrollsystem und aktivierst die Juno-Raumsonde. Bei dieser Mission geht es vor allem darum, Jupiters Schwerkraft, Magnetfelder, die Atmosphäre und die Entwicklung des Planeten zu erforschen. Übrigens gibt es Hinweise, dass sich der größte Mond des Jupiters entwickelt. Weil er von einem Magnetfeld umgeben ist, tauchen immer wieder Polarlichter auf. Das sind leuchtende Gase, die um den Nord- und Südpol des Mondes kreisen. Wenn es dort Leben gäbe, würde es sich wahrscheinlich auf dem Grund des extrem salzigen Ozeans von Ganymed befinden. Lange Zeit dachte man in der Wissenschaft, dass die Sonne eine entscheidende Komponente ist, um Leben in Gang zu setzen. Aber jetzt weiß man, dass es Organismen gibt, die tief am Grund der Ozeane leben, die auch ohne Sonnenlicht gut zurechtkommen. In den Ozeanen unseres Planeten tummeln sich einige der bizarrsten Lebewesen in allen Formen und Größen. Seelilien leben etwa 3000 Meter unter Wasser. Ihre Namen bekamen sie, weil sie wie Blumen aussehen. Aber sie sind keine Pflanzen, sondern Tiere. Lass dich nicht von ihren Stängeln und Blättern täuschen. Das sind Körperteile, die mit Nervenenden ausgestattet sind, um Futter in ihrer Umgebung zu erkennen. Koboldhaie gehören wahrscheinlich zu den am seltsamsten aussehenden Haien, die tief in den Ozeanen leben. Sie können bis zu 3,5 Meter lang werden und haben eine sehr ungewöhnliche Schnauze. Schau dir jetzt den Seeteufel an. Er hat einen biolumineszierenden Klecks auf seinem Kopf. Damit lockt er Beute an und findet sich besser auf dem dunklen Meeresboden zurecht. Das ist also seine Taschenlampe, die nie neue Batterien braucht. Allerdings haben nur die Weibchen diese Taschenlampe. Der Blobfisch ist ein weiteres bizarres Tier, das da unten lebt. Er lebt im Atlantik, im Pazifik und im Indischen Ozean. 2700 Meter unter der Oberfläche. Obwohl du alle gebeten hast, die Nachricht vertraulich zu behandeln, sickert sie irgendwie zu den Medien durch und wird zu einem neuen Trendthema. Du bekommst einen Anruf von einer Nachrichtenagentur. Sie fragen an, ob du ihnen ein Interview gibst wegen des möglichen Beweises, dass Leben im Weltraum existiert. Am nächsten Tag gehst du zum Nachrichtensender, um über deine Entdeckung zu sprechen.
Dort sitzt ein ganzes Live-Studio-Publikum, das jede deiner Bewegungen beobachtet, während du nach deinem Glas Wasser greifst. Die Crew wuselt umher und macht ein paar letzte Checks, bevor du live auf Sendung gehst. Der Maskenbildner legt noch einmal kurz Hand an. Der Tontechniker bittet dich, dein Mikrofon nochmal zu testen. Einige der Produzenten sitzen auf den vorderen Plätzen. Helles Licht durchflutet das Studio. Der Countdown beginnt. 3, 2, 1 und... Du wirst vorgestellt und der Moderator bittet dich zu erklären, was du gehört hast. Du erzählst von der Raumsonde Juno, die den Jupiter umkreist. Nach ein paar Fragen stellt der Moderator schließlich die gefürchtete Frage. Könnte das mysteriöse Geräusch von einer anderen Zivilisation stammen? Alle lehnen sich zurück und warten auf deine Antwort. Du erstarrst, weißt nicht, was du sagen sollst. Obwohl der erdrückende Druck am Grund des Ozeans 1000-mal stärker ist als auf Meereshöhe, gibt es dort noch Leben. Algen, die in der Meereswelt als Delikatesse gelten, sind für Tiefseewesen mangels Sonnenlicht vom Speiseplan gestrichen. Viele dieser Bodenbewohner müssen sich stattdessen von Resten ernähren. Diese sinken von den oberen Schichten des Ozeans nach unten. Die eisigen Temperaturen und der intensive Druck haben die Zellen dieser Kreaturen verändert. Das hat sie widerstandsfähiger gemacht als den durchschnittlichen Fisch. Die Bakterien entwickeln ihre eigenen Wege, um zu überleben. Studien zeigen, dass sie sich von bestimmten Gasen und Chemikalien ernähren, wie Schwefel und Kohlendioxid. Methan und Wasserstoff werden freigesetzt, wenn sich tektonische Platten gegeneinander bewegen. Und einige dieser Bakterien ernähren sich auch von diesen Gasen. Bärtierchen, auch als Wasserbären bekannt, sind mikroskopisch kleine Kreaturen, die unter extremen Bedingungen leben und gedeihen können. Du kannst sie in Vulkanen, gefrorenen Gletschern und sogar in der leeren Leere des Weltraums finden. Das bedeutet, dass einige Lebensformen tatsächlich auf Ganymed existieren könnten. Das erklärst du deinem Publikum und gibst auch zu, dass du noch nicht genug Informationen hast, um zu bestimmen, ob es eine andere Zivilisation oder ein natürliches Phänomen war, das dieses Geräusch erzeugt hat. Das heißt aber nicht, dass der Grund der eisigen Ozeane von Ganymed nicht mit eigenen bizarren und seltsamen Kreaturen besiedelt ist. Vielleicht gibt es dort einige legendäre Bestien wie den Kraken oder Leviathan. Oder seltsame leuchtende Fische mit zwei Köpfen. Ein Fisch mit Tentakeln und einer großen Flosse. Riesige Krebse. Die Bakterien dort könnten so vielfältig sein wie unsere eigenen. Die Pflanzen, wenn es sie dort gibt, müssen stark genug sein, um die Minusgrade zu überleben. Die Tiere auf Jupiters größtem Mond könnten so groß wie unsere Blauwale oder so winzig wie Plankton sein. Nach dem Gespräch gehst du zurück ins Labor, um die Unterlagen nochmal zu prüfen. Auf dem Heimweg siehst du Poster von dir mit der Aufschrift »Sind wir nicht allein?« Hey, du bist eine Berühmtheit geworden. Viele Leute machen Fotos von dir. Du wurdest von anderen Agenturen für weitere Interviews gebucht. Einige Wissenschaftsmagazine wollen dich sogar als Person des Jahres auf die Titelseite setzen. Jedes Mal, wenn du zur Arbeit kommst, wartest du darauf, dass der Ton wieder erscheint. Aber nichts. Du sendest ein Signal von der Juno-Sonde aus und versuchst, eine Art Kontakt zu dem herzustellen, was auch immer das Geräusch erzeugt hatte. Nichts. In dieser Nacht schläfst du wieder am Schreibtisch ein. Aber ein Heureka-Moment weckt dich mitten in der Nacht auf. Es könnte etwas geben, das du übersehen hast. Du rechnest die Zahlen noch einmal durch und erkennst, dass die Antwort die ganze Zeit vor dir lag. Es war keine andere Zivilisation, die dieses Geräusch erzeugte. Die Quelle waren Elektronen. Jeder Planet produziert seinen eigenen Ton. Er entsteht, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind und der Magnetosphäre des Planeten miteinander in Wechselwirkung stehen. Genau das ist auf Ganymed passiert. Die Elektronen in seinem Magnetfeld, wo die Sonde das Signal auffing, verhielten sich seltsamer als sonst. Und das verstärkte einige unregelmäßige Frequenzen. Du bist peinlich berührt und verbringst den Rest der Nacht damit, zu telefonieren und deinem Team die Erkenntnis mitzuteilen. Die Agentur, die dich interviewt hat, gibt eine Erklärung ab. Sie erklären, dass andere Zivilisationen nicht versuchen, uns zu kontaktieren. Du setzt dich wieder an deinen Schreibtisch und wartest auf die nächste große Sache, die passieren wird. Europa ist ein weiterer Jupitermond, der möglicherweise Leben beherbergt. Er besteht aus einem Eisenkern, einem Mantel und einem salzigen Ozean, doppelt so groß wie alle Ozeane der Erde. Und genau wie auf Ganymed liegt der Ozean unter einer Wassereiskruste. In der Wissenschaft wird behauptet, dass es dort sogar aktive Vulkane geben könnte. Und auch einige widerstandsfähige Bakterien könnten dort leben. Mit genügend Wasser, bestimmten Chemikalien und einer Energiequelle könnte Europa Leben hervorbringen.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass wir etwas anderes als winzige Mikroben finden werden.